Wir gehen Sturmgewehr testen für diese Mission jetzt. Augenklappe natürlich, was sonst? Keine Gegnerzieher? Wir müssen doch Gegner sein. Was soll ich sonst testen können, was? Blinzen, Castor! Kommt sofort raus! Ich weiß, dass ihr da drin seid! Du da, ich brauche kompetente Hilfe! Meine dummen Lehrlinge haben mich aus meinem eigenen Heim ausgesperrt. Du musst mir helfen, hier entlang. Bestimmt durchwälzen sie meine Notizen und Folianten auf der Suche nach dunkler Magie. Du musst hinein, bevor sie etwas freisetzen, das sie nicht begreifen können. Nun, siehe. Dieses Portal bringt dich in mein Heim. Wieso benutzt du es nicht einfach selbst? Da sieht man, dass du keine Ahnung von Portalmagie hast. Man kann sein eigenes Portal nicht benutzen. Sorry. Oh, deine Kugel. Ich sehe dich. Du brauchst nicht besticken. Mehr auf. Glück für dich, Mamacita. Danke. Auf Böstern. Auf Böstern liegt sie. Hat mir einen grünen Drop gegeben. Lucky me, right? Lucky me. Sonst noch was? Ich habe gesehen, mein linkes Auge wird schon rot. Man erkennt es wahrscheinlich nicht, aber... Ja, es wird schon rot. Die Müdigkeit schlägt zu. Ich habe trotzdem Bock auf das Spiel gerade. Total. Dein scheiß Portal hat nicht geschrumpft. Wie ich befürchtet habe, Portalmagie und nekromantische Energie sind unverträglich wie Öl und Wasser oder Ska und das menschliche Gehör. Meine dummen Lehrlinge versuchen sich an dunklen Künsten. Halte sie auf, bevor wir alle den Preis zahlen. Okay, neues Sturmgewehr hat wenig Magazin, aber Schatz, was, das wird schnell killen. Altes Sturmgewehr hat viel Magazin. Killt auch schnell. Nur ein 5 Level Unterschied. Hey, riesiger Idiot! Mach die Tür auf! Geht nicht! Castor hat mich angegriffen! Er ist verrückt geworden! Er hat sich im Keller verschanzt und wendet das Botsche Sakrament an! Das Botsche Sakrament? Dumme Lehrlinge! Castor muss gestoppt werden! Blenzen! Gebrauche deine elenden, gebrochenen Gebeine einmal zu etwas Gutem! Meister, ich will es versuchen. Au. Oh. Oh. Beides nutzlos. Das tut weh. Tut es das? Und das? Tut das auch weh? Oh, warte, jetzt schaffe ich es, okay. Tut das auch weh? Das ist doch ein Feind. Ich bin schon ein bisschen geführt, erledigt das Ding. Oh, er hat gefurzt, natürlich. Was habe ich mir erwartet? Dass er das ohne Pfutzen regeln wird? Was für ein Traum. Die Waffe ist noch niedriger gelevelt. Oder niedrigeres Level eigentlich. Waffenleveln geht ja nicht. Leider. Der Schmerz. Rein da. Verzweifelt oder gewinne. Und dann beginne. Castor, du dummer Lehrling! Das Botsche Sakrament ist nicht für dich gedacht. Ich habe genug von dir gehört, Meister. Du willst uns doch nur die wahre Macht vorenthalten. Wie gone. Wie gone. Das Botsche Sakrament ist ein nekromantischer Zauber, der den Anwender zum Skelett macht. Du hast weniger Macht.
her! Das wirkt auf mich aber nicht so. Danach. Das macht gar nichts. Gar nichts macht das. Wow. Wow. Rein da. Ups. Das ist ein kleiner Cheatspot hier. Das braucht schon besseren Schaden. Immun, verdammt. Noch immer immun. Immun, selbst da. Oh, schon wieder immun. Schützgefährte, gute Arbeit. Immun, immun, immun. Oh. Jetzt da. Muss der Typ so auf den Mond machen? Das reicht. Ah, oh, schon wieder immun. Nimm doch Schaden. Ah, jetzt ist es genau vorbei. Jetzt ist er weg, oder? Okay, doch. Ja, es ist ein bisschen normal ziemlich gut, also. Ein bisschen eigen aus, aber. Wieder eine Fledermaus, wie es ausschaut. Was haben wir hier? Neues Schild, in allem besser. Na dann, rein damit. Das ist fertig geblutet. Raus hier und Bossfight machen. Oh. Wieder normal groß. Ausgezeichnet und das ohne die üblichen Nebenwirkungen der Ergrößerung wie Übelkeit und Zahnverflüssigung. Nun komm. Hier ist deine Belohnung. Du hast trotz der Machenschaften meiner dummen Lehrlinge gute Arbeit geleistet. Da fällt mir ein. Blinzen, komm sofort raus! Es tut mir leid, Meister. Ich habe versucht, ihn aufzuhalten. Tja, als erste Wiedergutmachung kannst du schon mal den Keller fegen. Er ist voller Skelette. Ja, Meister. Und du wirst dabei ans Kaff sein. Oh. Die Typen stehen auf Schafe. Ihr habt vielleicht bemerkt, dass sie überall in dieser Map Schafe verteilt sind. Ich schätze, das sind alles seine Lehrlinge. Alles seine Lehrlinge, die er schon rausgehauen hat. Und alle in Schafe verwandelt hat. Schafe. Was für ein Teil. Wie viel Inventar habe ich? Genug. Genug Inventar. Für einen kleinen Bossfight hier. Komm schon. Briggs, Bracks, Jacks. Mit den Parasiten in den parasitären Po. Ich hol dich raus, wenn es vorbei ist. Wenn es vorbei ist. Böse, böse, groß, kleine Pilz. Oh, was, das ist eine Blitzwaffe, oder? Blitz und Eis oder nur Blitz?
macht nicht den Schaden, den ich mir oft hatte. Ja, es geht, es geht. Einfach weiter draufhauen. Wird schon was hin. Okay. Brrr. Ja, das ist Schaden. Das ist Schaden. Mehr, mehr. Ich brauche eine Zauberabklingzeit für dieses Ding. Das reicht nicht. Easy. Gute Arbeit, jetzt Gefährte. Gute Arbeit. Das haben wir zwei alleine geregelt. Oh! Oh, bekannt. Kleinen Schrottloot. Die keiner braucht. Was bist du? Auch kleinen Schrott. Nichts Legendäres. Puh. Hier ist nochmal ein Lieferstrainer. Meine Augen. Wo bin ich? Ah, hier. Oh, danke für die Kiste, Jungs. Wäre nicht in Not gewesen. Naja. Naja. Vielleicht ist in dieser was drin. Grün, grün. Nur ein Sturmgewehr zum Testen. Ach, verdammt. Dieser alte Narr! Ich weiß, dass er uns die guten Zaubersprüche vorenthält. Dabei sind wir seit Jahren seine Lehrlinge. Wir verdienen doch das gute Zeug. Glänzen ist das egal, aber mir nicht. Mir nicht. Der Zufallsgenerator kann dir nichts anhaben. Ah, ja. Redet nicht weiter, verdammt. Hätte ich warten müssen. Blitzeis. Oh, warte mal. Was war das jetzt? Das ist das neue Sturmgewehr? Ah, nein. Ah, okay, diese Waffe. Salve. Nee, das geht nicht. Salben. Willkommen zurück! Du hast es geschafft! Ja. Und ob ich das habe? Die Bodenstange ist in Sicherheit! Dank dir! Und die Stadtbewohner? Ach so, ja, die auch. Das ist auch gut. Jedenfalls danke dir für deine Hilfe. Vergiss nicht, nur du kannst Sporenspitzen verhindern. Und damit ist die Korruption Geschichte. Und die Faustschlagfee konnte, ihr wisst schon, gehen, wohin sie wollte, um mit der Natur anderswo im Einklang zu sein und, seien wir ehrlich, was zu schlagen. Das ist so sein Ding. Quest abgeschlossen! Hey, Level up, da ist wieder ein Schaf. Und wir machen weiter. Oh, Blut ist auch voll. Kann ich schon? Nein. Was war das? Warum nicht? Intelligenz brauchen wir. Kann ich dich mal ein bisschen Gewalt begeistern? Davor. Ist das... Ne, weg von mich einfach. Jetzt gehört es mir. Das hat mich nicht begeistert. Den können wir aufbehalten. Eigentlich kann ich alles verkaufen, außer die Goldwaffe. Die kann ich noch nicht verkaufen. Lass mich mal sehen. Oh, das ist ganz schön mitgenommen. Ich nehme dir etwas Last ab. Gut, gib her. Tja, jetzt gehört es mir. Nehme ich. Das kann ich gebrauchen. Lass mich mal sehen. Ach, was für eine Schönheit.
Na, Thomas, du bewegst dich nicht. Also ja, das weiß ich. Okay. Und mehr Sachen habe ich zum Verkaufen bekommen. Passt, Drachenfeind. Müde. Drachenfeind. Siehste. Ein Poser. Weit von hier befindet sich einer von meinen Schussern. Zerschmetter ihn und lass meine Erinnerungen raus. Eine Kugeln. Oh, da drüben. Oh, wie man gefährdet, fettet allein. Er macht das schon. Er steht hier nicht. Er hat nämlich High Ground. Und wie jeder weiß, ist High Ground nicht so schlecht. Ne. Goddammit. Ah, Fresse. Schau ich nach, während ich das hab. Die schießt mir zu langsam. Zeit in den Archiven. So strebsam. Ich mag es, wie seine Wimpern über die Seite flattern und die Form seiner Lippen, wenn er von Besessenheit und Seelenwandlung und dunklen Banden murmelt. Sein Gesicht ist so wunderbar. So denken Freunde voneinander, oder? Ja, Freunde. Nur die Friendzone mit ihm, verstehe. Was auch immer bei euch zwei abgeht. Abigail und Dolly 322. Alles gewandelte Gelehrte. Seid weg mit euch. Wo ist mein Drache? Mal schauen. Hier rüber. Zum Drachen. Boah, fast drüber gesprungen. Normalerweise töte ich Vivan, aber normalerweise zahlen sie mir auch nichts. Na gut. Du bist klug für einen Affen. Zuerst musst du diese teuflische Vorrichtung verstummen lassen, sonst öffnet sich die Luke nicht. Ist doch nur Feuer. Tut dir nicht mal weh. Nein, Dolly. Jetzt gibt's noch Dolly 2. Das mit der Maschine hätten wir. Und jetzt? Irgendwo in der Nähe. Vielleicht dort, wo die Sonne scheint, ist ein Öffnungsmechanismus für meinen Käfig. Dann werde ich frei sein. Mach auf. Ich will frei sein. Und mein Gebäude wird den Himmel erfüllen.
Dann will ich mal hoffen, dass jemand Hammelfleisch mag. Hinter den Öffnungsmechanismus. Das ist mein neues Sturmgewehr. Das wird getestet. Ja, das kann man behalten. So wie das Ding. Ja, mit seinem Mega-Effekt. Oh, was wollt ihr jetzt? Aus Gas! So ist es brav. Folgt mir, ihr armen, dummen Viecher. Oh, nochmal aufs Gas. Na, Mist, komm schon. Nein, nicht runter aufgepasst. Scarf. Nee. Gutes Schaf. Zeit fürs Abendessen, du schuppiger Bastard. Er ist ein Leiser, ist er. Hätte man nicht gedacht. Wenn das reicht. Heute Glück, wirklich, das gibt's. Auf damit! Oh. Plus 5%. Das wird wahrscheinlich nicht viel machen. Das ist nicht für heute Glück. Hoffentlich bereue ich das nicht. Letztens habe ich ihn fetten müssen. Du hast mehr Weisheit, Güte und Schleue bewiesen als für deine Art üblich. Nimm als Erinnerung diese Schuppe an, denn ich werde dich niemals vergessen. Du bist klein. Neuer Vivan-Freund, yay! Was war das für ein Teil? In den rohen Revolte. Hier geht's zurück. Dann mal Richtung Ron. Heute wird er erst in nächster Folge dran sein. Da war ich doch schon oben, oder? Na, zurück zu den Automaten. Und dann Richtung Gorn. Revolte. Na, ein Pass. Ja, ja. Episode ist hier vorbei. Tschüss, Musik. Tschüss, Leute. Peace out.